Wir sind heute auf dem Swiss Innovation Day, powered by SHS, Swiss Hospitality Solutions in Zürich, in der Markhalle Back to the Future. Und jetzt gerade in diesem Moment bin ich sehr glücklich. Neben mir sitzt Felix Suhner, Inhaber, Manager, der Mann für alle Belange in der Gruppe der Balance Hotels. Ist das richtig? Balance Familie, ja. Genau, Balance Familie. Vielen Dank, dass du die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Ja, sehr gerne. Und dass du heute dabei bist. Es ist ganz toll, wieder persönlich mit jemandem sprechen zu können. Schön, ja, auch. Eine große Freude, absolut. Ja. Felix, meine allererste Frage wäre für all diejenigen, die deine Hotelgruppe nicht kennen. Was muss man wissen über die Balance-Familie? Die Balance-Familie, das ist eine Familienhotelgruppe, die komplett bei uns in unserem Besitz ist. Und wir denken nachhaltig und langfristig in Werten. Wir haben das gute Leben, das ist unsere Subline. Und so wollen wir auch in unseren Betrieben leben, mit unseren Mitarbeitern umgehen und für unsere Gäste Wohlfühlwelten schaffen. Das ist sicher das Entscheidende dahinter und auch Nachhaltigkeit im Sinn von Langfristigkeit, langfristiges Denken und da auch Wohlfühlwelten, die wir schaffen wollen, in einer Einzigartigkeit für unsere Gäste, die es an anderen Orten so nicht gibt. Du hast ein paar der Punkte schon berührt, die meine nächste Frage betreffen. Und zwar, welche Rolle spielen für euch in eurem Unternehmen die Themen Arbeitgebermarketing und Unternehmenskultur? Sicher schwergewichtig die gelebten Werte. Umsetzung auch, dass wir mit unseren Mitarbeitern, ist das Wesentlichste daran. Und vor allem auch dann die Freundlichkeit, die sie den Gästen gegenüberbringen sollen. Und damit die Mitarbeiter freundlich sind, müssen wir die richtigen aussuchen, müssen sie richtig führen und dann auch, dass das Ganze harmonisch zusammenpasst und wir da auch dann einfach eine gute Zufriedenheit schaffen. Das versuchen wir auch innerhalb der Gruppe, dass wir Talente, Mitarbeitende, die ehrgeizig sind und sich weiterentwickeln wollen, dass wir sie fördern. Wir nennen es Homegrown Management und so in Führungspositionen kommen. Als Beispiel die Hoteliere und Gastgeberin von unserem größten Betrieb, dem Seerose Resort & Spa. Sie ist seit 17 Jahren dabei, hat gestartet als stellvertretende Leitung Hauswirtschaft, ist dann über die Leitung Hauswirtschaft, Leitung Hotel zu meiner Stellvertreterin geworden und hat vor 6 Jahren den Betrieb operativ übernommen. Und ich durfte ihn dann ihr übergeben nach 20 Jahren Betriebsführung und bin jetzt für die Entwicklung der Gruppe zuständig. Das zeigt, dass sie einiges richtig macht, wenn Teamkollegen so lange bleiben und sich mitentwickeln. Es ist toll, wenn das so passieren darf und das ist das, was wahnsinnig Freude macht, Spaß macht, einerseits Wegbegleiter zu haben und andererseits weiterzuentwickeln, Betriebe aufzubauen, Neues zu entwickeln, zu bauen und das macht wirklich Spaß. Und was würdest du sagen, welche Fähigkeiten muss eine gute Führungskraft heute haben, um auch also speziell vielleicht sogar in eurem Produkt die richtige Wahl zu sein? Ich glaube, das A und O ist schon das Führen der Mitarbeitenden, Talente erkennen und auch umgehen können mit einer Generation Y. Da geht es nicht mehr, das Prinzip vom Patron-Denken zwischendurch, vielleicht zu Corona-Zeiten braucht es mal auch eine Direktive. Wir müssen die Mitarbeitenden jetzt aber auch überzeugen, indem wir sie ins Boot holen, indem sie überzeugt sind von unseren Grundwerten, von unserer Grundhaltung, von das, was sie Schönes machen wollen für die Gäste. Und dann sind sie auch motiviert von sich aus Eigenantrieb und Eigenmotivation eine Top-Leistung zu bringen. Macht Sinn. Und du hast es angesprochen, die Corona-Krise, wir sind mittendrin, es liegen wahrscheinlich nicht die einfachsten Monate hinter uns aktuell. Was würdest du sagen aus deiner Perspektive als Unternehmer, was waren für dich die größten Learnings der letzten Monate? Also einfach mal schon, es war wahnsinnig spannend.
Und es wird eindrücklich bleiben. Oder? Also, es haben sich viele neue Kanäle im Hirn gebildet, weil wenn wir Routine haben im Leben, dann sind das ja eigentlich die Hauptstraßen da durchs Hirn durch. Das kennen wir immer, wie das durchgeht. Und jetzt haben sich ganz viele zusätzliche Straßen gebildet, weil es sind auf uns alle Situationen zugetroffen, die wir so für unvorstellbar hielten. Und wahnsinnig spannend waren im Entscheidprozess und teilweise hatten wir ein Geschäftsleitungsmeeting am Morgen und am Nachmittag kam plötzlich eine andere, da hat es uns alles wieder über den Haufen geworfen, was wir vorher geplant hatten. Also es war wirklich eine rollende Planung, zuerst ein Schock und dann aber auch schnell, ich bin unverbesserlicher Optimist, gehört dazu, und dann auch ganz schnell so das Denken, was machen wir jetzt, in welcher Form und wie hat sich das gewandelt und wo ist für uns unsere Nische und Chance, dass wir da gut wieder aus der Krise, darf man sagen, aus diesen 2 Monaten Lockdown, ich war zwar staatlich verordnet, wir müssen schließen. Wie lange wart ihr geschlossen? Das gab es noch nie, genau vom 16. März bis am 11. Mai. So wie es die Schweiz uns befohlen hat. Mhm. Und wir waren von der ersten Stunde Öffnung, waren wir wieder da, mit allen Betrieben. Wenn ich es richtig verstanden habe, eure Hauptzielgruppe sind Schweizer Gäste. Ist das richtig? Ja, ist korrekt. Ja. Würdest du sagen, dass du eine Veränderung im Gästeverhalten beobachtet hast in den letzten Monaten, das auch zu Veränderungen führt in eurer Herangehensweise, wie ihr euer Produkt vermarktet oder auch in der operativen umsetzt? Ja, es hat eine Sensibilisierung stattgefunden vom Gast. Es ist sicher, das Thema Sicherheit ist ein Thema. Dann war auch sehr gut feststellbar, wie es die Schweizer sich doch auch gut gehen lassen wollten. Irgendwie 2 Monate zu Hause, das ist zwar schon auch schön, aber mal auch wieder in einer anderen Wohlfühlwelt zu sein, es sich gut gehen zu lassen, verwöhnt zu werden, in einem Spa eine thailändische Therapiebehandlung zu kriegen und den See zu Füßen zu haben, eine wunderbare Natur, das sind alles Sachen, da haben sich unsere Gäste sicher danach gesehnt und das hat man auch gespürt, dass sie da sehr glücklich waren und auch jetzt im Sommer wirklich auch sehr viele gekommen sind, was uns absolut erstaunt hat und unsere Erwartungen übertroffen. Super. Mhm. Ja, vielen Dank, Felix, für diese spannenden Einblicke. Ich wünsche dir noch einen ganz spannenden Tag heute hier auf dem Swiss Innovation Day und gute Gespräche. Ja, ich freue mich, wenn wir heute Abend anstoßen auf den Networking-Abend. Und danke für deine Zeit. Danke.